Ja, danke, Frau Vorsitzende, Frau Minister, Hohes Haus, liebe Österreicher. Also eines hat meine Vorrednerin ja mit der Frau Bundesminister gemeinsam, also nicht nur die Fraktion, sondern auch recht viel Meinung und das bei recht wenig Ahnung, aber auf das werde ich noch etwas genauer eingehen. Horst, dir kann ich diesmal wirklich in allen Punkten zustimmen, die du da heraus gesagt hast. Und ja, du hast dich auch von Anfang an eingesetzt für die GKB, auch für die Eigenständigkeit der GKB. Das Einzige, was etwas schade ist, es war nicht deine geschlossene Fraktion, auf das gehe ich vielleicht auch noch etwas genauer ein, aber dir ist die GKB da sicher auch zu Dank verpflichtet. Und Frau Bundesminister, die GKB ist für uns Steirer. Die GKB ist für uns Steirer ein Traditionsunternehmen, was man ganz sicher als Familiensilber bezeichnen kann, ein Unternehmen, das seit mehr als 160 Jahren erfolgreich besteht. Und mit der Gesetzesvorlage zur Übernahme der GKB Infrastruktur durch die ÖBB steht die Zukunft dieses Unternehmens mit Sicherheit auf sehr wackeligen Beinen. Und ja, Frau Bundesminister, zu Recht befürchten die Mitarbeiter Personalumschichtungen und auch Zwangsversetzungen. Zu Recht, Frau Bundesminister, und zu Recht fürchtet man, dass die Stützpunkte Deutschlandsberg, der Stützpunkt Liebach, eine ungewisse Zukunft haben, vor allem dann, wenn der Knotenpunkt Graz Süd in Werndorf, ja, wenn alles in Zukunft dort stattfinden soll. Und ja, zu Recht befürchtet man auch eine gänzliche Übernahme der GKB durch die ÖBB, wenn nämlich die Konzession der GKB im Jahr 2025 ausläuft. Na, da können schon nachdeuten. Also, ich komme auf Ihre Anfragebeantwortungen auch noch zu sprechen. Ja? Die Mitarbeiter glauben Ihnen das nicht und wir glauben Ihnen das auch nicht mehr, Frau Bundesminister. Und Frau Bundesminister, wir erwarten uns von Ihnen wirklich nicht mehr viel nach all dem, was wir von Ihnen bereits gesehen haben. Und ja, wenn irgendwas aus Ihrem Ministerium herauskommt, ja, dann ist es ja mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Bürgerbelastung und keine Entlastung, Frau Bundesminister. Und ja, bei diesem Gesetz, das Sie uns da vorgelegt haben, da kann man schon mit Sicherheit vom größten Pfusch aus diesem Ministerium sprechen, den wir je oder seit langem gesehen haben. Und ja, Frau Bundesminister, auch wenn es sich bei diesem Projekt, ja, um ein Projekt handelt, das ja gar nicht von Ihnen kommt, für das kennen Sie Ihnen bei der Eisenbahn einfach zu wenig aus, ja, so sind Sie dennoch als Ministerin dafür verantwortlich, denn es kommt schon aus Ihrem Ressort, vom Herrn, der im Jahr rund 20.000 Euro mehr verdient als Sie, ja, aber Sie sind die Bundesministerin und Sie sind auch für Ihren Generalsekretär und für sein Privatprojekt verantwortlich, Frau Bundesminister. Und ja, ich habe eingangs gesagt, recht viel Meinung bei recht wenig Ahnung und ja, auf das möchte ich jetzt etwas genauer eingehen. Und das zeigt eine Anfragebeantwortung von Ihnen vom 27. Juni 2023. In der Anfragebeantwortung habe ich Ihnen die Frage gestellt, seit wann werden Gespräche für die Übernahme des GKB-Streckennetzes in die ÖBB geführt? Und Sie haben das beantwortet mit seit 15. Juli 2022. Frau Bundesminister, und ich weiß jetzt wirklich nicht, woran es liegt, ist das mangelndes Interesse an der Politik, mangelndes Interesse am Ressort, ist das Vergesslichkeit oder sind schlicht und ergreifend für Ihren Generalsekretär gar nicht darüber informiert worden? Ich werde Ihnen erklären, warum ich zu diesen Fragen komme. Ja? In der Anfragebeantwortung vom 20. November 2021 habe ich Ihnen nämlich dieselbe Frage gestellt und diese Frage haben Sie beantwortet mit, es werden seit Anfang Oktober 2021 Gespräche geführt. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Jetzt kenne ich mich wirklich nicht mehr aus.
da liegt mehr als ein Jahr dazwischen. Sie wissen ja gar nicht mehr, seit wann Gespräche geführt werden. Deswegen muss ich ja davon ausgehen, dass Sie diese Gespräche nicht führen, sondern es ist doch schlicht und ergreifend um ein Projekt Ihres Generalsekretärs handelt, Frau Bundesminister. Und ich will ja wirklich, auch damit ich keinen Ordnungsruf niemanden unterstellen, dass er mir angeklungen hat in dieser Anfrage, Beantwortung. Das glaube ich auch nicht. Ja? Ich glaube vielmehr, dass Sie das wirklich nicht wissen. Ja? Und das ist was wirklich traurig ist. Frau Bundesminister, Sie wissen gar nicht mehr, was in Ihrem Ressort überhaupt vorgeht. Und Frau Bundesminister, wenn Sie nicht wissen, was in Ihrem Ressort vorgeht, ja, dann frage ich mich schon, für was man Sie in diesem Ressort überhaupt noch brauchen. Ja? Für eine autofahrerhassende Klimahysterie, dafür brauchen wir Sie nicht. Wir brauchen Sie aber auch nicht für irgendwelche Energiespartipps, dass man eine Kühlschranktür zumacht. Wir brauchen Sie nicht für Energiespartipps, dass man einen Deckel auf den Kochtopf hinaustut. Und wir brauchen Sie schon gar nicht dafür, dass Sie 143.100 Euro für Ihre Klimaanlage beim Fenster hinausschmeißen, Frau Bundesminister. Aber ja, ich möchte bei diesem Gesetz noch ein bisschen in die Geschichte gehen. Wir Freiheitliche haben nämlich in der Steiermark bereits im Jahr 2021, ja, in allen Gemeinderäten entlang der GKB-Linie einen Antrag eingebracht zum vollumfänglichen Erhalt des Streckennetzes der GKB. Und dieser Antrag hat, ich habe heute auch mitgebracht, der Antrag hat gelautet, der Gemeinderat tritt mit dem Ersuchen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie heran, die Eigenständigkeit der GKB zu erhalten, keine Standorte bzw. Haltestellen aufzulassen, sowie keine Mitarbeiter abzubauen. Und das bringt mich jetzt auch ein bisschen zur SPÖ. Es waren nämlich mit Masse rote Gemeinden. Und lieber Horst, du warst da immer auf der richtigen Seite. Ich kann es aber bis heute nicht verstehen, warum die roten Bürgermeister diesen Antrag damals in den Gemeinderäten abgelehnt haben. Das kann ich heute nicht verstehen, das werde ich auch in Zukunft nicht verstehen. Ja, und deswegen kann ich nur sagen, wir Freiheitlichen waren die auf allen Ebenen hinter dem vollumfänglichen Erhalt der GKB gestanden sind. Und wir tun das auch heute noch, ja. Wir haben einen Fünf-Punkte-Plan zur Zukunft der Graz-Köflacher Bahn entwickelt. Wir haben Pressekonferenzen dazu gegeben, sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Ich glaube, bei Ihnen ist das gar nicht angekommen wie das gesamte Projekt. Ja? Aber da ging es auch um die Fortführung der GKB, um den Erhalt der Infrastruktur, um keinen Personalabbau, um keine Verschlechterung für das Personal und um volle Transparenz bei allen Entscheidungen. Da steht noch ein bisschen mehr drunter. Ich würde es heute nicht zu sehr das sehr gerne da, ja? Dass Ihnen das von uns aus dem Jahr 2022 einmal durchlesen können. Wäre ja schön, wenn es Ihnen der Generalsekretär zumindest ausgerichtet hätte. Ja? Und ja, Frau Bundesminister, nicht nur, dass der GKB ein über 160 Jahre aufgebautes Vermögen jetzt genommen wird, ja, die werden im wahrsten Sinne des Wortes enteignet. Es gibt ja keine Abgeltung für diese Übertragung, Frau Bundesminister, und das ist letztklassig, dass man ein positiv bilanzierendes Unternehmen enteignet, um damit irgendwelche Löcher bei Ihrer ÖBB zu stopfen, Frau Bundesminister, das ist letztklassig. Und ja, es ist schon einzigartig, wenn man schaut, dass ein Unternehmen, das gerade in der Elektrifizierung drinnen ist, 700 Masten bereits aufgestellt hat, ja, dass man das Unternehmen enteignet, einen Eigentümerwechsel macht und das nicht nur zeitlich, sondern auch für die Kosten her vorsätzlich, nicht fahrlässig, vorsätzlich gefährdet, Frau Bundesminister. Applaus
Und ja, mit dem Herauslösen von diesen ganzen Immobilien, da gehen ja wertvolle Synergien und wertvolle Einnahmen für die GKB schlicht und ergreifend verloren. Sie können es dann im Anschluss beantworten, ich bin gespannt auf die Antworten. Fakt ist, dass diese Einnahmen unwiederbringlich sind für unser Familiensilber in der Steiermark, Frau Bundesminister, und dass Sie das negativ, auf die Liquidität und den Fortbestand der GKB auswirkt, also das brauche ich Ihnen da jetzt hoffentlich nicht zu erklären. Ja? Und abschließend, Frau Bundesminister, möchte ich mich auch noch mit einigen Inhalten dieses Gesetzes beschäftigen. Ja? Wie schaut es eigentlich aus mit dem österreichischen Wettbewerbsrecht? Ja? Wie schaut es damit aus, die Außerkraftsetzung des Wettbewerbsrechts, ja, durch ein Gesetz, Frau Bundesminister? Ob das mit europäischen Standards vereinbar ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Eine entschädigungslose Abspaltung, eine Enteignung per Bundesgesetz, Frau Bundesminister. Also das sehe ich für unseren Wirtschaftsstandort Österreich mehr als kritisch. Das kann ich Ihnen an dieser Stelle auch sagen. Der Horst Schachtner hat es schon gesagt, auch der Rechnungshof sieht da nichts Positives an dem Ganzen, ja, und kann auch eichere Zahlen nicht bestätigen. Ja. Wenn ich mir anschaue, dass die ÖBB rund ein Drittel mehr Mitarbeiter am Gleiskilometer benötigt wie die GKB, ja, dann sehe ich da jetzt kein Einsparungspotenzial. Wenn ich mir anschaue, dass pro Gleiskilometer, ja, die ÖBB einen Bundeszuschuss von 150.000 Euro braucht und die GKB einen Bundeszuschuss von 110.000 Euro, dann ist nach meinen paar Jahren in der Schule 110.000 Euro weniger als 150.000 Euro. Also die Einsparung, die finde ich da nicht. Ja? Und bei der Berechnung der Einsparung in der Höhe von 7 Millionen Euro, ich gehe davon aus, dass auf das noch eingehen werden, ja? Na, da darf ich Sie schon um etwas Ehrlichkeit, damit ich keinen Ordnungsruf bekomme, bitten, ja? Nämlich, dass Sie, wenn Sie 100% ja, der Bundeszuschüsse der GKB annehmen, ja, dann darf ich Sie schon auch bitten, dass 100% der ÖBB-Zuschüsse annehmen und nicht nur 42% der ÖBB-Bundeszuschüsse, Frau Bundesminister. Das ist nicht nur verzerrend, das ist schlicht und ergreifend falsch. Und Frau Bundesminister, wenn Sie eine Kreditfinanzierung als Einsparung darstellen, nur weil Sie diesen Kredit über 30 bis 50 Jahre aufteilen, ja, das wird nicht billiger, Frau Bundesminister, schauen Sie Ihnen die Zinsen heute einmal an, das wird ja viel, viel teurer, also das Einsparungspotenzial ist für uns nicht zu erkennen. Und eins würde ich mich auch noch fragen, ja, also das mit 150 und 110.000 Euro am Gleiskilometer, das habe ich ja schon erklärt. Eins müssen aber Sie mir jetzt erklären, ja, ich verstehe es nämlich nicht, wie Sie 17 Millionen Euro an Ausgaben mit 7,5 Millionen Euro finanzieren wollen. Das steht nämlich auch da drinnen und das verstehe ich nicht. Ja? Das verstehe ich schlicht und ergreifend nicht. Und deswegen kann ich abschließend nur sagen, dieses Gesetz ist nichts anderes wie ein Pfusch. Das ist nichts anderes wie ein Pfusch und der Anfang vom Ende eines mehr als 160-jährigen Traditionsunternehmens. Und dafür, Frau Bundesminister, dafür sollten Sie sich wirklich schämen, Frau Bundesminister. Aber ja, dass Ihnen die Eisenbahn schlicht und ergreifend wurscht ist, das haben Sie ja schon bewiesen mit der Einführung des Klimatickets. Ein gutes Instrument, angedacht von Stöger, weiter betrieben oder geplant von Norbert Hofer und ohne irgendeine Angebotserweiterung von Ihnen schlicht und ergreifend umgesetzt. Jetzt können die Züge verspätet in die Servicewerkstatt, sie sind zum Teil verdreckt und sie sind kaputt. Frau Bundesminister, Ihr Werk, eine Schande für Österreich, wie alles aus grünem Haus. Vielen Dank.